Es ist kalt geworden in Deutschland. In einigen Landesteilen herrscht sogar Dauerfrost. Da lockt manchen schon ein gemütlich warmes Zuhause, auch wenn sich die meisten Menschen weiter eifrig am Energiesparen beteiligen wollen. Ich heiz so ungefähr 80-90% von dem, wie ich vorher geheizt habe. Nicht nur heizen, auch Licht und so weiter, aber wir gucken das schon, dass wir das so ein Stück weit wirklich anpassen, den aktuellen Bedingungen. So sehr habe ich vorher nicht auf Energie geachtet. Das ist dieses Jahr anders. Doch das scheint bei den sinkenden Temperaturen vielen zunehmend schwer zu fallen. 20% Gaseinsparungen hat die Bundesnetzagentur für diesen Winter als Ziel gesetzt. Zuletzt waren es nur noch 13. Wir haben das Einsparziel der letzten Woche deutlich verfehlt. Ich bitte die Verbraucher dringend, Gas weiter sparsam zu benutzen. Wir dürfen nicht leichtsinnig werden. Noch sind die deutschen Gasspeicher gut gefüllt. Noch. Doch der Trend ist bedenklich. Der Füllstand sank zuletzt auf nur noch rund 95%. Zwar mehr als in der Vergangenheit, aber da gab es ja auch noch russische Gaslieferungen. Experten raten angesichts des Kälteeinbruchs zur Vorsicht. Panik ist nicht angesagt, aber die Einsparappelle sind nach wie vor notwendig, weil wir eben nicht wissen, ob wir jetzt in den nächsten Wochen und in den nächsten 2-3 Monaten einen sehr kalten Winter bekommen. Und dann könnte es schon noch mal eng werden bei den Gasspeichern und im Geldbeutel. Denn nach wie vor ist der Preis für nachgekauftes Gas auf dem Weltmarkt extrem teuer.